Es gibt viele Paradiese auf Erden und dazu zählen auch die Dolomiten mit ihren spektakulären Felsformationen tief in den südöstlichen Alpen. Nimm dir ein paar Minuten Zeit und du gewinnst einen fantastischen Einblick in die einzigartige Bergwelt tief in den südlichen Kalkalpen. Auf der geografischen Gesamtübersicht erstreckt sich das höchste Gebirge Südeuropas über einen 1200 Kilometer und ca. 200 Kilometer breiten Bogen von der Pannonischen Tiefebene im Nordosten bis zum Ligurischen Meer im Südwesten. Die weltberühmten Dolomiten sind ein überschaubares Gebiet der Alpen, die sich in die Regionen Venetien, Trentino und auf die Provinzen Belluno, Bozen und Trient Norditaliens aufteilen. Die einzigartigen Impressionen der Dolomiten, die du sehen wirst, erstrecken sich von der südwestlichen Seite Bozens bis hin zum nordöstlichen Teil nach Toblach. Genieße einen kurzen Spiegel von meinen vielen Reisen durch die Dolomiten, die Berge gigantisch erscheinen lassen, Seen, die im Licht der Sonne surreale Farben erzeugen, imposante Wasserfälle, die sich ins Gestein schleifen und wo abrupte Wechsel zwischen schroffen Felsen und sanfte Almen zu erkennen sind. Bozen mit über 100.000 Einwohnern auf einer Höhe von 260 Meter, wo Norden und Süden, Mittelmeer und Alpen aufeinandertreffen, bildet eine unwiderstehliche Kombination an romantischen Gassen, historischen Gebäuden und lebendigen Markt inmitten hügeliger Weinberge. Eine impulsive Hauptstadt mit besonderem Flair und faszinierenden Kontrasten. Thank you.
St. Ulrich im Grötertal hat seinen Besuchern vielerlei zu bieten. Dieses latinische Tal ist von einer einzigartigen Bergkulisse mit prominenten Bergmassiven gesegnet und bietet den Einstieg zu den Dolomiten Rockstars. Weiter im Südosten an der Strecke zwischen dem Falzarego-Pass und Cordino d'Ampezzo zeigt sich ideal für Wanderer und Kletterer eine bizarre Gesteinserhebung, die bis auf 2300 Meter Höhe ragt. Die unverkennbaren fünf Türme sind zweifelsfrei eines der Wahrzeichen in den Ampezzaner Dolomiten. Am Fuß der Cinque Torri zeigen sich auf eindrucksvolle Weise die aus dem Ersten Weltkrieg wieder aufgebauten Schützenstellungen, die an die Kampfhandlungen erinnern, wo aufgrund der guten Umsicht der Kommandositz der italienischen Artillerie war. Mit etwas Ausdauer zu den schönsten Bergseen südlich der Olympiastadt Cordino Ampezzo hochzusteigen, wird mit Blicken zu den einzigartigen Naturjuwelen umrandet, von herrlichen Felskulissen belohnt.
fährt der Besucher von Toblach am Eingang des wildromantischen Höhlensteintales in Richtung Süden, passiert er den türkisfarbenen Dürrensee, bevor sich der Blick zum Symbol der Dolomiten öffnet. Die drei Zinnen, ein markantes Dreigestein in den Sechsner Dolomiten mit einer Erhöhung bis 3000 Meter, sind das Wahrzeichen der Dolomiten. Dieses Naturhighlight in der Region des Hochpustertals wurde verdient zum UNESCO-Welterbe erklärt. Die Mächtigkeit der Berge machen den bewussten Menschen demütig, der sich als winziges Wesen machtlos gegenüber der Natur fühlt und immer den Gedanken in sich tragen sollte, dass die Natur den Menschen beherrscht und nicht umgekehrt.